Tag 1, Anreise nach Saarbrücken. Ich habe heute irgendwann gedacht, Zugfahren ist echt nicht so anstrengend, wie wenn ich mit dem Auto selber hier runtergefahren wäre. Auch mit Verspätung und also die Herrschaften, die in Solingen aussteigen wollten. Ach, das wisst ihr noch gar nicht, ne? Wir hatten heute 10 Minuten Verspätung in meinem ersten Zug. Ich hätte in Köln 9 Minuten Umsteigezeit gehabt. Hätte ja nicht geklappt, grundsätzlich. konnte mir auch keiner sagen, ob der zweite ICE wartet oder nicht. Also war schon echt. Wir waren 25 Minuten vorher, glaube ich, in Wuppertal. Und war das Wuppertal? Ich glaube, das war Wuppertal. Und dann sollten wir noch in Solingen halten. Und dann war Köln auf dem Plan. Und dann gucke ich irgendwann aus dem Fenster und denke, jung, warte kurz, das war doch Solingen. Ja, okay. Nun ja. Und dann haben wir auf offener Strecke gehalten. Und dann hat er irgendwie Durchsage gemacht, irgendeine Zugbegleiterin möchte ihn bitte anrufen. Und dann sind wir weitergefahren. Und dann kam die nächste Ansage von ihm, nächster Halt, Köln Hauptbahnhof. In Solingen haben wir leider nicht gehalten. Ach, hab ich gesehen. So hatten wir also irgendwie locker auf einmal 5 Minuten Verspätung weniger und ich konnte dann auch noch meinen Anschlusszug erreichen. Aber für die Herrschaften, die in Solingen hätten ein- oder aussteigen wollen, war das echt hart. Im Zug haben sie gemotzt ohne Ende. Also ich hätte auch gemotzt, ne? Also ganz ehrlich. Und also ich stelle mir das gerade vor, wenn man draußen steht und sagt, hallo, Zug, tschüss, Zug, ist, glaube ich, genauso blöd. Ja, aber ich persönlich muss gestehen, ich habe mich gefreut. Ja, also, der Rest des Tages hat irgendwie einigermaßen funktioniert mit Umsteigen und so. Wir hatten auch, glaube ich, insgesamt nur noch 10 Minuten Verspätung und dann hat mich eine Stempelfreundin abgeholt in Saarbrücken am Hauptbahnhof und hat mich zu der Sixt-Station gefahren. Ich habe ja jetzt einen Leihwagen. Nein, es ist kein F-Pace. Es ist ein ganz normaler, nein, ganz normal ist er nicht, aber es ist ein Tiguan. Also sowas, wie ich schon fahre, nur jetzt in Silber. Also nein, sowas fahre ich nicht. Ich habe mich auf der Autobahn mit der Karre gestritten darüber, wer jetzt lenken darf. Nur leider hatte ich ja die Bedienungsanleitung vorher nicht gelesen. Und bis ich aber herausgefunden habe, warum mir das Lenkrad ständig, es fühlt sich an, als bricht dir das Heck so ein bisschen aus, als hättest du so ein bisschen Aquaplaning hinten am Arsch. Und ich habe mir gedacht, was soll denn das? Naja, und irgendwann habe ich dann entdeckt, dass der halt lenkt. Nun ja, dann hat er auch gepinkt. Ich halte übrigens so komisch, weil ich mittlerweile schon auf dem Bett sitze. Aber ich muss euch gleich unbedingt noch was zeigen. Deswegen habe ich hier so komische Haltung gerade. Ja, also, wir lernen uns noch kennen. Genau, und dann bin ich jetzt also ins Hotel gekommen, habe den Barkeeper wieder getroffen. Der kommt nämlich aus Kiel und freut sich total über Besuch aus dem Norden. Und bin jetzt auf meinem Zimmer, denke, schmeißt du mal einen Fernseher an. Programm 1. Kann ja nicht schlimmer werden, ne? Doch, kann. Ich mache mal die Mute-Taste raus und mache das noch ein bisschen lauter. Und dann könnt ihr euch das mal anhören. Ich mache die Mute-Taste mal wieder rein, ne? Ich suche mal einen anderen Sender. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage bis morgen. Tschüss.
ehrlich, Mädels, ich liebe diesen Laden einfach. Es gibt so tolle Sachen hier. In jeder Farbe eine Ecke. So schön. Hier so ein bisschen herbstlich. Ich werde nicht irre hier. Ich werde am liebsten den ganzen Laden mit nach Hause nehmen und mein Zuhause neu einrichten. Hier ist meine Ecke. In rosa. Eigentlich sogar in dieses Schild finde ich total gut. Aber das kriege ich nicht nach Hause. Das ist geil, oder? Oh, es ist so schön hier. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich bei Sixt. Auto ist wieder abgegeben. Jetzt geht's auf zum Bahnhof. Wir haben es jetzt, glaube ich, 20 nach 7. Und dann geht's in den Zug und ab nach Stuttgart. Also, bis später. Samstag. Wir haben es jetzt 9 Uhr vielleicht, kurz nach 9. Ich komme gerade vom Frühstück und habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich zu Anja fahre und arbeite gleich noch ein bisschen. Aber ich wollte zumindest eben mal guten Morgen sagen, bevor wir später rüberfahren. Und ich wollte euch mal die Aussicht zeigen hier von meinem Hotel. Ich drehe euch mal eben um. So, da seid ihr umgedreht. Das sieht schon echt toll aus. Wir haben hier nebendran ein total süßes Häuschen. Die Straße im Dorf. Das ist schon sehr süß. Da unten steht er. Da, das ist er, mein jetziger kleiner Leihwagen, also das ist jetzt ein Touareg, nicht ganz so schlimm wie der F-Pace letztes Jahr, aber auch schon groß, aber ich komme tatsächlich besser damit zurecht, ja, ach guck, haben wir es richtig gemacht, jetzt kommt Multizeitung lesen auf dem Balkon, genau, dann drehe ich euch wieder um, so, hab mich schnell hingesetzt und das Fenster zugemacht. Da, bisschen Gardine vorgezogen, damit ihr mich überhaupt seht. Mutti guckte nämlich schon ganz doof. Die kennen hier vermutlich gar keine Vlogs, Selfies, sich mit der Kamera unterhalten und so. Von daher haben wir mal eben artig das Fenster wieder zugemacht und sitzen hier jetzt wieder. Genau, ich werde hier gleich noch ein bisschen arbeiten. Hier ist mein Zimmer. Ich gucke nun auch gleich ein bisschen Fernsehen gucken. Und dann geht es später los zu Anja. Ich freue mich schon sehr. 15 Uhr kommen die Workshop-Teilnehmer. Ich werde ein bisschen früher da sein. Mein Laptop ist bei Anja und ich muss auch noch ein bisschen am Laptop arbeiten. Und jetzt arbeite ich
mit dem Stift. Hammer. Bullet Journaling wartet. Ich habe einen Tipp verfolgt von Alexandra Grape. Die hat verschiedene Bücher vorgestellt, in denen man Dinge planen kann, monatlich und wöchentlich. Und eins davon hat mir sehr gut gefallen, so dass ich das bestellt habe. Ich habe das leider zu klein bestellt. Das war nämlich nur A6. Ich glaube. Das ist aber zu klein. Und dann habe ich es nochmal bestellt in einer anderen Größe. Und ja, das kleinere von den beiden in dunkelblau würde ich gerne verlosen wollen. Unter allen, die diesen Vlog sehen. So hat Alexandra das nämlich auch gemacht. Gucken wir gleich mal ab bei ihr. Weil ich möchte den jetzt nicht einfach wegschmeißen. Zurückschicken finde ich Tinne für so ein paar Euros. Da muss dann wieder keiner auf die Straße. Dann könnte ich mir eher vorstellen, das weiterzuschicken, damit es nicht weggeschmissen wird, sondern dass einer von euch das einfach dann benutzen kann. Genau. Ich zeige euch nochmal eben ganz kurz und schneide euch eine Sequenz hier rein, die ich erst drehen werde, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber beim Schnippeln funktioniert das und zeige euch ganz kurz das kleine Büchlein. Und dann dürft ihr am Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr einen Kommentar schreibt unter dieses Video bei YouTube. Genau, ich arbeite jetzt noch ein bisschen und wir sehen uns später. Tschüss! Jetzt sitze ich im Auto, fahre jetzt rüber zu Anja, habe nicht alles geschafft, was ich schaffen wollte, aber nicht, weil die Zeit nicht gereicht hat, sondern weil man immer noch keine Tickets bei der Deutschen Bahn buchen kann für nächstes Jahr. Dafür habe ich schon ein bisschen telefoniert, ein paar Termine gemacht, mein Bujo ins nächste Jahr geschoben und weiter geplant. Ja, habt ihr gesehen, ein bisschen habe ich euch ja mitgenommen. Und jetzt fahren wir zu Anja. Mal gucken, ob ich euch hier aufhängen kann, damit ihr mit mir fahren könnt. Weil ich finde auch die Landschaft hier echt schön. Und darum versuche ich euch jetzt aufzuhängen. Weil ich kann euch ja nicht festhalten. Also, wünscht mir Glück. Und dann seht ihr jetzt die Fahrt von meinem Hotel zu Anja.
geklappt. Ein bisschen seid ihr abgerutscht. Da war der Halter nicht ganz so haltbar, aber tut gute Dinge am Spiegel. Ansonsten gibt es hier nämlich nichts, wo man euch festmachen kann. Aber es hat funktioniert. Jetzt bin ich bei Anja und ja, schreibe jetzt noch ein paar Blogbeiträge und dann kommen auch schon die anderen Mädels und dann geht's los mit Workshop. Also bis später. So, heute ist Montag, wir haben auch schon nachmittags, wir haben bestes Wetter, wie ihr seht. Die Sonne scheint, total cool und heute machen wir noch ein bisschen Sightseeing zusammen mit der Anja. Hi! Hi! Ja, wir werden heute noch mal einen tollen Tag in Stuttgart miteinander verbringen und haben uns mal ein bisschen was überlegt. Jetzt drehen wir uns einfach mal ein bisschen. Das ist nämlich unser erstes Ziel. Da wollen wir hoch. Und dann nehmen wir euch jetzt einfach mit. Also, bis gleich.
sitze auf der Baustelle. Da genau, wo die Menschen gerade laufen, kann man das Loch des Stuttgarter Flughafens sehen. Nein, ich bin nicht Flughafen, für Hauptbahnhof. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt. Ich habe gerade das Auto weggebracht. Das habe ich im Leben noch nicht erlebt. In dieser Tiefgarage gibt es auf minus 3 Behindertenparkplätze. Ich glaube 5 oder 6 Stück. Und keinen Aufzug. Ja, ich lasse das mal so stehen. Den Aufzug gibt es dann auf minus 2. Wie auch immer man da hinkommt. Jetzt habe ich Mittag gegessen. Weil wenn ich heute Abend zu Hause ankomme, dann falle ich wahrscheinlich nur noch tot ins Bett. In 30 Minuten ungefähr, 35 Minuten fährt mein Zug. Lieber ein bisschen früher noch ein bisschen Pause machen, als so hinterherhetzen. Ja, das war Stuttgart. Das war eine Taube. Ja, ich melde mich später nochmal. Ich mache mich jetzt mal auf den Weg zum Gleis und suche mal, in welcher Höhe mein Abteil ist. Und ja, es bleibt spannend hier auf der Baustelle vom Stuttgarter Bahnhof. Also, bis gleich. Habe ich mich doch nicht mehr gemeldet und bin mittlerweile auch schon einige Tage wieder zu Hause. Aber ich wollte dieses Video gerne für euch noch, für dich noch beenden. Ja, es war eine aufregende Zeit. Ich habe viel erlebt. Ich hatte mir ja, das habe ich dir auch gezeigt, 2 Autos ausgeliehen. In Saarbrücken ein Auto, dass ich hier zu Hause auch fahre, einen Tiguan. Und in Stuttgart hatte ich mir einen Touareg ausgeliehen, weil ich mal irgendwann darüber nachgedacht habe, dass das der Nachfolger werden könnte von meinem aktuellen Auto. Und ja, es war gut, dass ich es gemacht habe. Ich weiß, dass das nicht der Nachfolger meines aktuellen Autos wird, weil er einfach... Also es ist ein toller Wagen, es ist keine Frage, man kann wunderbar damit durch die Gegend fahren, aber in meinem Alltag ist er einfach unpraktisch. Und ja, es war schön, den ein paar Tage gefahren zu haben und ja, dieses Parkhaus, ich komme einfach immer noch nicht drüber weg. Auf minus 3 Behindertenparkplätze installieren und keinen Fahrstuhl haben. Also ich bin einfach sprachlos. Ja, gut. Aber ich meine, die Stuttgarter werden ja immerhin auch im Bahnhof eingeladen, shoppen zu gehen. Und ja, da steht auf dem Plakat ernsthaft drauf, wir gucken nur. Ja, was anderes könnt ihr auch nicht, weil die Geschäfte sind alle weg. Das ist genau mein Humor, ehrlich. Ja,
Germersheim war total schön. Das hat mir richtig Spaß gemacht mit den Mädels und ich habe mich so gefreut, sie wiederzusehen. Der Workshop in Stuttgart war total toll. Das Essen gehen im Saarland war abends total schön. Ich habe morgens zum Frühstück ein Date gehabt. Das war auch total toll. Ja, rundherum eine gelungene Reise, die mir sehr viel Freude bereitet hat. Bin jetzt, wie gesagt, schon ein paar Tage wieder zu Hause und möchte gerne den Vlog hochladen. Und darum drehe ich diese Abschlusssequenz. Und ja, die nächste große Reise, die ansteht, ist on stage. Da bin ich auch 8 Tage unterwegs und ich hoffe, ich kann euch mitnehmen. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt ja im März diesen Jahres einmal versucht, einen Vlog zu machen, der nie hochgeladen worden ist, weil so viel schiefgelaufen ist und ich einfach auch irgendwie den Kopf nicht frei hatte. Und dieser Vlog ist jetzt der erste seit, puh, fast einem Jahr. Und ja, ich habe es, glaube ich, so ein bisschen, ja, so ein paar Dinge gesehen, die ich einfach wieder verbessern möchte für den nächsten Vlog. Ich habe unendlich viele Sequenzen da reingeschnitten, die so schnell vorgespult sind. Das ist für Zugfahrten oder Autofahrten vielleicht ganz schön. Oder ich weiß auch nicht, ob es fürs Basteln schön ist. Auf jeden Fall ist mir geschmacklich insgesamt zu viel. Ja, streckenweise habe ich wirklich wenig gesprochen. Es sind viele Fotos, die jetzt in diesem Vlog verarbeitet werden, obwohl es eigentlich ein Videolog ist. Also da gelobe ich Besserung. Wenn dir noch was aufgefallen ist, was ich besser machen kann in den nächsten Vlogs, damit sie für dich auch interessant bleiben, dann schreib mir das gerne auch in die Kommentare. Denk auch an das Gewinnspiel. Wo ist es denn hin? Hier ist es hin. Das Buch wartet auf dich. Wir können gerne ganz kurz reinschauen. Ups, genau. Es ist noch original. Es hat so Monatsansichten und hinten ganz viel Platz für Planung. Das ist das, was ihr im Vlog gesehen habt von mir, als ich den einen Arbeitsfilm eingeschoben habe. Nur habe ich meines größer. Kuckuck. Genau, es ist mir zu klein. Und deshalb kannst du es gewinnen, indem du einfach einen Kommentar hinterlässt. Am besten einen, wie dir dieses Vlog gefallen hat. Du darfst mir aber natürlich sonst auch gerne alles schreiben. Keine Frage. Ich freue mich drauf und grüße euch ganz herzlich. Sag nochmal Dankeschön an alle, die ich sehen durfte auf meiner Südtour. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis bald. Tschüss.